Hey, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen From the Depths Video. Und zuerst mal möchte ich ein bisschen auf Kommentare eingehen. Und zwar einmal von Dark Funny oder irgendwie. Ja, also, denk mit den, was mit den YouTuber-Geschmack angeht. Irland macht seine Sache einfach ziemlich gut. Und ja, es stimmt, vor allem sein Kollege arbeitet an Designs, die er vorstellt. Und er stellt auch Designs von anderen Leuten im Forum vor. Wie jetzt wohl bei dem letzten Video mit den Macs, was ich gesehen habe. Sein Kollege, ich glaube, das heißt Ruger, irgendwie so eine Richtung. Aber das sagt er ja auch immer schon in den Videos, von wo es eigentlich herkommt. Und, ja. Auf jeden Fall ein super YouTuber und so weiter. Ich kann mich nicht mit ihm messen. Einfach, er spezialisiert sich sehr gut auf From the Depths. Und da kann man eine ganze Menge lernen in dem Spiel. Und er ist ein super Dude. Super geiler Dude. Liest alle Kommentare, so wie ich, und antwortet auch die meisten, was auch immer gut ist. Und zurecht gewachsen. Und Fabian, du machst auch immer sehr schöne Kommentare. Was ich nicht immer weiß, ist, worauf du dich immer beziehst, weil du machst immer sehr spezifische Angaben zu besonderen Themen in dem Video, was ich ziemlich gut finde. Nur manchmal weiß ich nicht, was du meinst. Wie zum Beispiel, war ich mir nicht sicher, was du meintest mit, um wegen, es könnte eine Stecken wie eine Rakete sein oder sowas, die Explosion verursacht. Ich denke, kann mir nur denken, du meinst die Stelle, wo so ein großes Loch im Gegner war. Da schätze ich mal, ist einfach die Kanone in die Luft geflogen. Naja, und vielleicht könntest du, wenn du Kommentare schreibst, ne, die ich natürlich immer sehr gerne lese, keine Ahnung, schreiben hier bei 1 Minute, ne, Doppelpunkt 30, da brauchst du einfach nur reinzuschreiben, machst da direkt sogar einen Link rein, kann ich da hinklicken und weißt du ganz genau, was du meinst. Es stimmt wohl, dass mein Craft vor allem durch Selbstheal sehr stark ist. Und ich wollte da mal ein paar Tests machen. Ich habe seit den letzten Aufnahmen nicht weiter gespielt. So. Ist ein bisschen seltsam jetzt mit diesem Zapfwiegel-Spawner. Muss sich irgendwie ändern. Warum ist es eigentlich rot? Wegen den Fuel Tanks, ne? Ja, durch irgendwie rot gefärbt. Naja, wie dem auch sei. Ich wollte testen, wie es ist, wenn ich dieses Ding mal so ein bisschen die Selbstheal-Fähigkeit wegnehme. Ich werde einfach mal, um das zu testen, so war das, genau, die ganzen Repair-V-Tentacles hier auswechseln wo ist es? Misk, ja. Mit den sogenannten Repair-Bots, die deutlich schwächer sind. Aber vielleicht auch ein bisschen balanceder. Weil die meisten Gegner halt diesen Vorteil nicht so nutzen. Na, das Drehen ist immer ein bisschen verwirrend hier. Das sind auch Hyper-Tank-Ritz, ne? Ja. Haben wir hier noch welche? Hier hinten. Also man sieht, ich habe eine ganze Menge Repair-Tank-Tentacles genommen. Das ist einfach ein großer Vorteil. Weil man so seine ganzen Ressourcen mit in den Kampf quasi nehmen kann. Während man große Schiffe ja nicht in Masse mitnehmen kann. Das ist ja die Blockmenge reduziert. Und so kann man halt den Gegner ökonomisch halt besiegen, indem man halt seine Ressourcen nutzt auf diese Weise. Hier sind Spares drin, das ist gut. Dann wechseln wir mal zum Hauptvehikel. Und ich werde dieses Vehikel getrennt abspeichern. Weil ich möchte diese krasse Fähigkeit ja schon gerne behalten, ehrlich gesagt. Wo bin ich hier? Bin ich hier in der Mitte? Ich glaube ja. Ich möchte auch gar nicht hier in diesem Spiel den Anspruch oder behaupten, dass ich jetzt hier super krass der Macker bin. Diesen leichten Anspruch, den behalte ich mir für Robocraft zurück. Wo ich auch wirklich ein bisschen was zu melden habe, glaube ich. So, waren das alle Repair Tentacles? Ich glaube ja. Habe ich vorne noch welche? Ich glaube, ich habe vorne noch welche. Ja, ich habe vorne ein paar versteckt. Einfach nur, damit ich in alle Richtungen Reichweite habe zum Heilen. Und nicht alles auf eine Karte setze. So. Das speichere ich jetzt als Safe Vehicle, Endurance, No,
Testicles. Da hängen jetzt keine Testicles rum. Und dich jetzt auch. Werde ich wahrscheinlich später wieder löschen einfach. Subterrance. No Test. Ganz kurz. Und ich speichere die, damit ich die gleich wieder neu spawnen kann. Das versuche ich mal eben, ob das klappt. Weil da muss ich eben schauen, dass dieser Sub-Vehicle-Spawner und alles, das muss man nämlich kontrollieren, dass der es auch wirklich hat. Nicht, dass ich gleich das andere reinspawne. Ich glaube, das ist der No-Testicle. No-Test. Ja, das hat geklappt. Und hier irgendwo der Spawner. No-Test. Alles klar. Und dann gucke ich mal, ob das reinspawnen klappt. Ich möchte nämlich große Schwäche meiner Underbarrel-Kanonen, die ich hier drunter habe, ist, dass sie halt Initiative Ladezeit haben nach dem Spawn. Gut, das funktioniert. Und diese Initiative Ladezeit ist eine deutliche Schwäche. So 15 Sekunden dauert es und dann schießen die jetzt richtig los und die machen ganz gut Schaden. So, ich mache den Iron Cordon rein. Ein ziemlich starker Gegner, den ich letztens auch gebattelt habe. Teilweise benutzt diese Iron Cordon schon die neuen Kanonen. Und zu meinem Erschrecken mit Inertial Fuse und HEs. Und frontal kommt jetzt, sagen wir mal, 700 noch was Abstand. Mein Testicle Monster, ohne Testicles. Und wir schauen mal, wie es sich hält. Erstmal nachts sehen die Kanonen wunderschön aus von mir. Shots are fired. Hier sieht man die bösen Explosionsschüsse, die sich an meinen Schilden vorbeiarbeiten. Darf nicht so nah rangehen, sonst werde ich hier taub. Ich könnte mich nicht reden hören. Auch funktioniert die Musik nicht. Ich mache die mal eben an. Ja, wer gewinnt? Meine Kanonen schießen jetzt. Oh. Mit Iron Cordon sieht es besser aus. Aber ich bin noch längst nicht fertig. Ja, ein paar EMPs hinten. Ich bin ziemlich tough und ich explodiere vor allem nicht, wenn es zu weit ist. Während wenn ich hier mal reinkomme in seinen Kanonenturm. Oh, da kommen wieder die fetten Schüsse. Wenn die explodieren, fliegt sein halbes Ding in die Luft. Und darauf hoffe ich ehrlich gesagt noch. Komm schon, bitte. Ja, es ist ein knappes Battle. Beide Schiffe sind ziemlich am Ende. Die Hauptkanonentürme sind beide allesamt ausgeschaltet. Ob durch EMPs oder andere Beschädigungen, weiß ich nicht. Der Turm weiß gerade nicht, wohin schießen soll. Interessant. Ich glaube, der schießt gegen das eigene Schild. Der untere Turm ist nicht mehr einsatzfähig. Aber meine Raketen auch nicht mehr komplett einsatzfähig. Das Ding geht unter. Und eine Kanone schießt immer noch auf uns. Ne? Normalerweise sollte sich diese Plattform eigentlich Gegner zudrehen. Laut Beschreibung der AI. Das werde ich mal machen. Ich habe schon gesagt, ein bisschen Micromanagement sollte drin sein. Und es ist ja auch so einfach. Wo ist er? Ja, das Ding geht gleich als, als gesunken und tot. Dann war es das auch. Boah, nicht kontrollieren die Waffen. Das will ich nicht.
Die schießt jetzt wieder vernünftig. Dann tut sie nicht. Was hier ist das Problem. Das werde ich dann wohl ändern, dass die Schilde später anfangen. Aber das eigentliche Problem ist ja, dass der Barrel auf dem Arsch ist und nicht mehr schießen kann, deswegen. Dennoch, dieses Geschütz ist letztendlich noch besiegt worden. Und man muss sagen, wir haben hier 7700 plus... Ist mein Subdurance irgendwo hier? Standbild. Da hat man Subdurance. 7700 plus 2000. Sagen wir also mal rund 10.000 Cubes. Und der Iron Cordon. Nein, ich bin zu schnell. Wo bist du denn? Da unten. Iron Cordon hat 10.800. Also, wie ich schon sagte, sehr gleichberechtigte Gegner. Godly Design. Und ohne meine Heal-Fähigkeiten sieht es wirklich sehr, sehr knapp und schwer aus. Allerdings hätte der Iron Core noch Glück gehabt. Hätte auch sein können, dass eine Rakete mal eben den Turm in Explosion bringt. Hier. Und das hätte eine riesen Katastrophe gegeben. Das kann mir nicht so schnell passieren. Das ist... Endurance kann nicht explodieren. Und durch den Selbstheal passiert auch nicht sehr viel. Das ist eigentlich der Sinn dahinter. Einfach aushalten. Na gut. Ich werde eben noch die Sache mit dem Schild hier ein bisschen ändern. Und dann sehen wir uns in-game, nachdem ich retrofittet habe. Bis gleich. So, und jetzt bin ich hier im Spiel. Dieselbe Situation, nachdem wir aufgehört haben. Und hier kommt eine Onyx Force langsam auf mich zu. Es ist ein bisschen verwirrend. Mit von wegen den ganzen Ressourcen. Ich habe hier ein bisschen was aufgehoben. Da hängt noch eine ganze Menge Ressource. Man sieht, meine Schiffe haben... Ist ein bisschen schwer zu sehen immer. Nicht sehr viel Metall und nicht sehr viel Fuel. Und ich habe immer noch Ressourcen hier in dem Global-Dingen, was wo noch aufgebraucht werden muss, verteilt werden muss. Mein Carrier, den ich gebaut habe. Inzwischen wünschte ich, er wäre noch schneller. Gucken, was ich da machen kann. Vielleicht einfach noch mehr von den Heli-Spinnern. Oben und unten und so. Mal sehen. Die kosten ja kein Fuel, aber Geld. Das bewegt sich jetzt los und sorgt dafür, dass ich Ressourcen bekomme. Hier an den Stationen sieht man ganz viel Fuel und nicht ganz so viel Ressourcen, aber es ist von allen ein bisschen was da. Man sieht hier so an den 50.000ern und so weiter. Allerdings geht Öl nach unten. Und was mich auch ärgert, um diese Carrier zu bauen, brauche ich Öl als Ressource für die Öltanker, weil die voll gespawnt werden. Das ist ein bisschen ätzend, weil die teilweise einfach nicht gebaut werden dann. Und auch andere Sachen nicht fertig gebaut werden, wenn Öl fehlt. Das ist sehr störend, wie ich finde. Und ist jetzt nicht unbedingt sehr gut, dass die voll gebaut werden und dann da Ressourcen man dafür braucht. Man wird auch geerntet. Ja, ich glaube, es wird geerntet, sonst würde es ja auch nicht ansteigen. Das Ernten funktioniert. Nur irgendwie fällt das Öl langsam ab, anstatt zu steigen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie mehr Fuel-Tank bauen muss, weil ich bin ein bisschen ratlos, dass das Öl mir weggeht. Ich brauche auch Öl leider auch als Bauressource. Aus dem eben genannten Grund. Und hier versuche ich gerade diese Ressourcen, ja, die habe ich jetzt grundsätzlich aufgehoben. Und ich hoffe, die werden, wie man hier sehen kann, entsprechend geteilt von allen. Versuche die mal zusammen zu bewegen hier. Die Wood Rockets da hoch. Und hier hoch. Hier haben wir die Kanonenboote. Und natürlich den Endurance hier irgendwo in der Mitte. 5 Meter Höhe. Und ich hoffe, dass das alles repariert und getan und gemacht. Kann man sehen, wie die Prozente sind von meinen Schiffen? Sind die alle aufgeladen? Ich glaube schon, sonst würde was stehen.
Es geht auch schon los. Der Feind greift an. Inzwischen habe ich auch ein bisschen Fuel in allen drinne. Das ist hier die rote Ressource, glaube ich. Weil das auch Öl sein könnte, oder? Ich habe hier überall eingestellt, dass die Hälfte sein soll. Bin mir nicht so sicher, was das Richtige ist, ehrlich gesagt. Und ich greife mit allem an. Ich werde ihn einfach zerquetschen. Ich werde in diesem Kampf den Endurance draußen lassen, weil das sind, glaube ich, verhältnismäßig kleinere Gegner. Das heißt, der Endurance kommt zuletzt. Den machen wir mal nach ganz unten. Wuppdiwupp. Alles andere hat Vortritt. Ich möchte die beiden Missile Cannon Boats als Frontrunner haben hier. Jetzt nervt die Ressourcenansicht. So, müssen wir nicht sehen. Dies ist ein Hourglass, ein bisschen größer anscheinend, ein Claymore und ein Culverin, wie auch immer. Ich denke, das sind etwas kleinere Gegner. So, wo ist das andere? Cannonboat, da. Schön nah ran. Die Wood Rockets werde ich in großer Höhe rundherum aufstellen. Hoffentlich, dass sie sich nicht wegrammen. Ist auch ein Wood Rocket, oder? Was ist das? Ein Subterrance? Ja. Gehört zum Endurance. Das werde ich ein bisschen balancen. Machen wir mal auf 10.000. So. Hier ist noch ein Wood Rocket. Und dann kann der Spaß eigentlich beginnen, ne? Hm? Ich setze mich auf einen dieser hier. Und ab in den Kampf. Ausnahmsweise mal ohne Interface. Da kommen die Long-Range-Raketen. Nicht ganz Long Range genug. Kommen wir trotzdem an. Tja, da sind EMPs, Leute. Habt ihr nichts gegen. AI Dead. Das war der erste Gegner. Und da kommt ein bisschen was Größeres. Treffen die Raketen dann noch? Ja. Hier sieht man den Rückwärtsgang, den ich eingelegt habe. Der wunderbar funktioniert. Nun wünsche ich noch, dass der Gegner genau angestarrt wird. Ausnahmsweise setzt auch mal From the Depths Musik automatisch ein. Herrlich. Oh, wurde jemand getroffen? Warum gehst du unter? Flieg schon weiter. Yep, auch zerstört. Ich frage mich, ob ich mit der Armee gegen ein stärkeres Boot auch ankommen würde. Ein Godly Design. Vielleicht, wenn sich das Boot versuchen würde, hier diese Wood Rocket zu treffen und dabei scheitert, dann hätte ich bestimmt eine sehr gute Chance. Aber immer wieder gehen die unter. Ich muss die, hab die AI nicht gut gemacht anscheinend. Ah, da ist der letzte. Wahrscheinlich das kleinste Bötchen. Sieht gar nicht schlecht aus, die Onyx Watch. Ob man an Dedicated Heli Spinners auch was anderes machen kann, wie zum Beispiel die Paddles. Da die ja keine Energie brauchen. Au, 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 au. Ich muss sagen, EMPs, seitdem ich das erste Mal in größerer Stärke benutzt habe, habe ich ihren Wert erkannt. EMPs sind absolut gemein.
Und Single Pixel EAs. Die sind auch gut. Ich habe meine Stoppuhr nicht gestartet. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt war. Ich glaube, wir greifen noch die nächste Zone an. Und die nächste Zone ist 68 stark, 91 stark. Lass uns mal eine Herausforderung suchen. Wir sammeln die Ressourcen hier. Müssen wir irgendwie mitkriegen. Oh, was ich vergessen habe ist, und das ist eigentlich ziemlich wichtig, dass ich hier mal eine Fortress baue. Das eben noch. Da, wo ich auch gerade hier bin. Hier müsste sie so gerade reinpassen. Ja, das mache ich auch immer wieder laut Game, ey. Eine Structure. Nicht Structure. Das Ding ist auch so ein outdated. Die Structure brauche ich gar nicht mehr. Eine Fortress. Und zwar Oil and Laser. So, dafür müsste ich natürlich was hinbewegen zum Reparieren. Allerdings nicht das Mothership, was Mothership muss ich auf dem Weg zum Gegner machen, letztendlich. Sondern das mache ich einen kleinen Wood Rocket. Die haben wahrscheinlich insgesamt genug Ressourcen, um was bauen zu können. Full all. Ich hoffe doch. Wenn nicht, fahre ich halt einfach hin und zurück. Hier reparieren. Allgemein. Alle mal auf reparieren stellen. So. Hier kann man sehen, was die Flotte anscheinend an Ressourcen hat. Ich habe kein Öl. Öl ist Mangelware. Ich kann nichts mit Öl bauen. Aber hier wird bald Öl gefördert. Na, nur leicht anpassen hier. Oh, und dann kann es losgehen. Na, Olgasras? Bitte euch? Hat das hier kein Öl? Noch überall Öl, dachte ich. Ja. Eine ganz schlechte Ressourcenzone. Ach Gott, was machen die denn? Die wollen unbedingt zur Mitte. Na gut, dann macht das ruhig. Das sieht ja heiß aus. Ich würde dort niemals oben eine Festung stellen und dann da oben das Raffinerien hinmachen. Wegen der Höhe. Dann sind die einfach ineffizient. Diese sind ja schon nicht so effizient, glaube ich. Aber sie tun ihren Dienst. So, dann läuft das hier. Schätze ich mal. Kann ich das mal sehen? Ja, Öl wird irgendwie nicht gefördert. Und ich habe auch keine Energie. Welche Energie benutze ich überhaupt, um hier was abzubauen? Wie existierst du überhaupt ohne Energie und ohne Fuel? Bin ich jetzt hier in einer misslichen Lage? Wie machen wir das denn? Sage ich denen jetzt einfach mal hier, keine Ahnung, gibt ab. Seid mal so nett, hier vor allem Fuel und so. Macht's mal möglich. Läuft das jetzt? Jetzt läuft es. Also ich musste es einmal animpfen. Einfach weil meine eigenen Sachen kein Fuel hatten und kein Fuel abgeben konnten. Und was ich da gebaut hatte, kein Fuel hatte. Fing es einfach nicht an zu starten. Hier wird fleißig ausgetauscht. Hier geht Fuel und ich glaube, was ist das? Crystals rüber? Hin und zurück, oder wie?
Ja, damit kümmere ich mich mal später drum. Weil irgendwie funktioniert das nicht hier. Das heißt, das Keep Non-Natural. Also einladen sollst du irgendwie schon, keine Ahnung. Aber sollst du dann auch abgeben, wenn du dann versorgen sollst. Also diese hier sollen abgeben. Wobei, das haben wir gelernt, Fuel brauchen sie. Ja, das muss ich alles später noch einstellen. Jetzt ist das hier schon leer und das ist gefüllt. Und trotzdem fährst du nicht weiter zum nächsten. Das funktioniert alles nicht, wie ich will. Ah, gut. Gut, ich würde sagen, die weitere Offensive, die kommt in nächster Folge. Und zwischen den Screens, zwischen den Aufnahmen werde ich mich mal eben leicht mit dieser ganzen Sache hier beschäftigen. Wenn ihr eine Idee habt, wie das hier am besten funktioniert, diese ganze Ressourcensache, ich finde das Interface schrecklich, ehrlich gesagt, dass ich eine Versorgungslinie habe. Na, dann sagt Bescheid. Ich habe extra schon diese Sache hier benutzt, um Take from und Give to zu machen. Aber es hat sich jetzt nicht herausgestellt, dass das hier gut funktioniert bis jetzt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht bin ich dann schon klüger. Ansonsten, ich warte auf eure Kommentare. Ich will das nicht gerne manuell machen die ganze Zeit. Bis dann, GG.